Leute, und was geht ab zu einem weiteren Battlefield 4 Video? Wir sind heute auf einem Server, auf einem Pistol Match Server. Momentan, ich weiß nicht warum, aber mir taugt Pistol Match extrem. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mein neuestes Video gesehen habt zu Let's Play Arkham VR. Also Leute, ich muss sagen, extremst geil, extremst geil. Ich habe jetzt schon einige auf den Messen VR-Brillen durchprobiert, aber ich muss sagen, die Brille von der PlayStation, die Sony VR-Brille ist einfach Wahnsinn. Es gibt nichts zu vergleichen. Ich muss echt sagen, diese eine Stunde, wo ich dieses Batman Arkham VR gespielt habe, ich habe mich echt nicht übertrieben gefühlt wie Batman. Du siehst nicht, du stehst da drinnen, du schaust nach unten, siehst deine Batwings, ich glaube, sie heißen Batwings. Ich bin jetzt nicht so der Batman-Typ, dass ich mich so gut auskenne, also ich kann jetzt nicht genau sagen, was bedeutet, aber ich muss sagen, es ist extrem geil, ja. Wie auch immer, schaut euch das Video an, zieht euch das wieder rein. Es wird vielleicht noch am Sonntag ein weiteres Video dazu folgen. Vielleicht sogar ein Live-Gameplay, wo ich ein bisschen kommentiere, beziehungsweise wo ihr mir Tipps geben könnt, was ihr vielleicht sehen wollt, beziehungsweise was ich tun soll oder so weiter. Und ja, wie dem auch sei, wir sind jetzt hier gerade bei Battlefield 4 und ich zocke jetzt einfach mal ein bisschen Pistol Match. Hier von draußen. Ja, ich treffe natürlich nichts. Nein. Ja, irgendwie bin ich noch anscheinend. Nein, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ja, ich möchte natürlich jetzt nicht auf das Gewehr wechseln. Oh, da habe ich gerade Munition gefunden. Er fliegt nicht um. Er fliegt einfach nicht um. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja, läuft ganz gut eigentlich. Ja, bald kommt Battlefield 1 raus. Ich kann es ehrlich gesagt echt nicht mehr wirklich erwarten. Ich habe auch schon die Vorbestellerversion gekauft. Ich möchte es nämlich schon am 18. anzocken. Ich hoffe, ihr habt auch die Möglichkeit, die Vorbestellerversion eben am 18. auch schon anzuspielen. Das heißt, wir werden sich sicher. Oh, was geht ab eigentlich? Was geht eigentlich ab? Warum treffe ich denn nicht? Ja, ich weiß nicht. Oh, da kommt einer einfach um die Ecke. Was geht ab? Nein, jetzt habe ich einen reanimiert. Ja, jedes Mal reanimieren. Ich möchte mir die Punkte fürs Reanimieren bekommen. Ja, das habe ich davon. Ich gehe meistens drauf dabei. Mich würde interessieren, welche Pistole ihr bevorzugt bei Battlefield. Also ich weiß nicht, ich wechsle gerade momentan durch. Hin und wieder Glock 18, wenn ich mal automatischer spielen will. Hin und wieder auch einmal 1911, weil das ist eigentlich die ausgeglichenste Waffe vom, kann man sagen, von der Schussrate her, von Magazinsgröße und so weiter. Ich bin jetzt aber momentan bei der FN57, der hat meinen Freund empfohlen, da draußen, kennen wir von anderen Videos. Hat den Vorteil, sie hat 21 Schuss im Magazin, was schon mal sehr geil ist. Ey. Ja, ist einfach extrem geil und man kann sie extrem schnell triggern. Oh, blind noch ein Kill gemacht, sehr geil. Ich habe schon wieder keine Muni, fährt mich an. Gebitte. Ich sehe nichts, keine Muni. Da kommt ein Gegner. Ja, das ist natürlich klar, ich kann nichts machen. Ich hoffe, er geht drauf. Oder irgendwer geht drauf, dann kann ich wenigstens von dem die Pistole aufheben. Ich möchte, es gibt immer wieder einige Spieler natürlich, die keine Munition mehr in der Pistole haben und danach einfach mal auf das Gewehr wechseln und mit dem Gewehr durchrushen, rennen, was auch immer. Ja, ich kann leider nichts machen, was soll ich tun? Das ist halt ein bisschen blöd, sage ich mal. Man hat auf dem Pistol Match eben ziemlich wenig Munition, wenn man eben unten, wie man sieht, ich habe es bald freigeschalten. Die Munitionszugabe, das heißt, ich habe doppelt so viel Munition mit. Und nicht nur drei Magazine. Wo sind sie jetzt gerade wieder? Da! Wow! Jawohl, geht. Oh, da ist noch einer. Also gehört zu uns.
Na komm, warum messe ich ihn nicht? Drück dreimal auf Messen und es passiert nichts. Ich bräuchte wieder mal Munition, die nur mehr noch 9 Schuss in der Pistole. Keine Ahnung, wo ich bin, ich sehe gerade überhaupt nichts. Okay, auf der Map. Laut Map sieht sich in dem Kammel drin, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, natürlich sitze ich nicht im Kammel, sondern davor. Wo, da kommt einer. Ja. Kann er da wieder nichts machen, kann nicht weiterballern, so ein Scheiß. Ich habe jetzt mal seine Waffe aufgehoben. Glaube ich halt. Nein, habe ich doch nicht. Wow, 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 ja, fuck you. Fuck you, vor allem. Na komm, komm, komm. Jawohl, nein, nein, von hinten. Wow, das war knapp. Jawohl, wir haben gewonnen, sehr geil. Ja, ich werde hier kurz einen Cut machen. Ich werde euch Leute natürlich eine nächste Runde auch noch zeigen, sonst habt ihr noch 5 Minuten gesehen von dem Pistol Match. Auf jeden Fall mal kurz einen Cut rein, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Jo, servus Leute, da sind wir wieder. Nächste Runde, jetzt befinden wir uns auf den Langkamm-Dang. Ich weiß nicht, ich habe immer so einen Zungenbrecher bei dieser Map. Langkamm-Dang, wie auch immer. Sehr geile Map für Pistol Match auf jeden Fall. Pistol Match hat eben den geilen Vorteil, finde ich, dass hauptsächlich auf engen Raum ist und nur wirklich Gebäudekampf. So, das kommen sicher gleich wieder mal von drüben welche. Wir haben den ersten Feind ausgeschaltet. Nein, von draußen kommen es. Da ist gerade einer runtergekupft. Wow, 2 gehen schon mal. Jawohl, Nummer 3. Nein, 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 er messert mich von hinten. Shit. Das war natürlich jetzt bitter. Ja, Nachteil, wenn man alleine unterwegs ist. Nein. Ja, hin und wieder, ich weiß nicht, habe ich solche richtigen, sag ich mal, Trigger-Lähmungen. Ja, ich habe jetzt momentan, das hat mein Freund empfehlen, die Tastatur, Blödsinn, die Steuerung vom Controller so umzustellen, dass ich mit R1 schieße, anstatt mit R2, weil der Weg einfach kürzer ist und man viel schneller triggern kann. Ich muss mich da erst drauf einspielen, weil ich jetzt jahrelang gewohnt mit R2 zu spielen, aber wie er gesagt hat, man kann wirklich schneller triggern, das hat wirklich einen Vorteil, aber die Umgewöhnung ist halt, ja. Oh, wie viele. Ah, nein, shit. Aber war schon mal geil. Warum wiederbelebt mich hier keiner? Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mein Video gesehen habt, Leute. Ich habe ein eigenes Video mal gemacht. Oh, mit Tipps und Tricks zu Battlefield, wie ihr besser werden könnt. Vielleicht könnt ihr euch das auch mal reinziehen. Ah, shit. Come on. Ja, das war jetzt natürlich Pech. Wieder mal wiederbeleben versucht und beim Wiederbeleben draufgegangen. Was soll's. Nein. Ja, 1911er ist auf die kurze Distanz natürlich viel stärker als meine FN57. Wenn man da wirklich 3-4 Treffer macht, ist man gleich mal weg. Bei der FN57 hat er halt einfach leider nicht den Schaden, den man sich vorstellt. Ja, man sieht, Schaden ist ziemlich gering, wenn ich das jetzt mit der 1911er vergleiche, kommt da gleich mal viel mehr dazu. Ich werde jetzt aber, glaube ich, auch mal kurz anspielen.
mal kurz wieder Abwechslung, dass vielleicht wieder ein paar Kills mehr gehen. 5-5 schaut jetzt nicht gerade so besonders gut aus. Schauen wir mal. Ja, das 1911 hat das Nachteil, was ich also die Waffe so selbst, wie schon vorher zuvor angesprochen, ist ziemlich ausgeglichen. Aber was mir halt extrem am Arsch geht, ist schon 8 Schuss. 8 Schuss, die sind gleich mal weg. Nein, nein. Leider zu spät. Was soll's? Wo sind die Leute? Ich trau mich nicht runter. Ja. Nein, nein, das gibt's nicht. Deswegen, ja, scheiß drauf. 1911er, weg mit dir. Interessiert mich nicht mehr, wirklich. Nein. 1911er, 8 Schuss ist wirklich schnell leer. Da muss man schon wirklich genau treffen. Überhaupt auf der Entfernung haben wir einfach mal den Nachteil, dass die 8 Schuss einfach mal weg sind. Ja, ich probiere jetzt mal 57er. Die Kurs der 92 ist ähnlich der FN 57. Das heißt auch 21 Schuss Magazin. Hat den gleichen Schaden, was die, okay, die hatten, aber die FN57 mehr Stabilität. Achso, ich habe doch einen, ich habe bei der jetzt den schweren Lauf ausgerüstet. Ja, ich weiß nicht, ich spiele es auch gerade mit Red Dot. Mal so, wie es mich halt freut. Ich weiß nicht, Vorteil. Glück gehabt. Oh, geht's. Nein! Natürlich kein Kill mit der Granate mitgenommen. Shit, dreimal hat mich der schon umgelegt. Ja, irgendwie läuft's gerade nicht. Ein bisschen mehr anstrengend gerade. Gibt's ja nicht. Nein! Na komm, probieren wir's. Nein, er legt mich von hinten um! Was für ein bitterer Scheiß. Auch ziemlich geil, hin und wieder sind die Spawnpunkte so angelegt, dass man, dass beide Teams heraus spawnen. Das heißt, man hat auch ein bisschen da oben. Es fühlt sich dann teilweise so ein bisschen so an wie bei Paintball oder so. Also man rennt da draußen und man dumm ballert einfach mit Einzelschuss rum. Wo? Nein, das gibt's nicht, verdammt! Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Das kann ja nicht sein. Warum läuft's einfach nicht? Jedes Mal in dem scheiß Haus da oben. Wie viel ist hinter? Ich glaube, ich sollte mal die Glock ausrüsten und mit der Glock da durchmaschinen. Nein, Granaten werfen kann ich auch wieder nicht. Zu blöd dafür. Pass lieber mal aus und bleibt ein bisschen mehr defensiv. Oh, einen haben wir wieder. Nein, warum bin ich schon wieder am Arsch? Warum trifft er wieder mich? Ich schaff's nicht. Oh, jawohl, ich wurde mal wieder belebt. Mal nach langem. Zurück da. Oh, von draußen. Es gibt nicht, es fliegt keiner um. Es möchte einfach keiner umfliegen.
Wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder so eine kleine Triggerlähmung am Finger. So ein Shit. 9 Schuss habe ich auch nur noch. Bräuchte Munition, wäre echt mal cool wieder. Normalerweise spiele ich das diese Pistol Maps mit meinem Freund zusammen, der prinzipiell als Versorger rumrennt. Das heißt, das ist immer wieder gut, Muni mitzuführen. Das heißt, ich kann ihm heilen, er versorgt mich mit Muni. Ja, ich habe leider keine Munition mehr. Was soll ich jetzt machen? Ja, ich kann nichts machen. Ich könnte ja, könnt auf Umweg mit dem Quer rumballern, möchte ich aber nicht. Kotzt mich an. Kotzt mich echt an. So, probieren wir mal wieder eine andere Pistole und zwar die. Nein, was ich schon lange mal gespielt habe. Ja, die habe ich wirklich schon lange mal gespielt. Aber bauen wir kurz mal um. Ah, Blödsinn. Verdrückt. MP443 Krach. Hm. Na, das ist die B226 Navy Seal Waffe, die ehemalige Navy Seal Waffe. Mittlerweile verwenden sie ja die Glock 19. Ja, das ist so klar. Okay, jetzt sind wir gleich am Arsch. Jetzt haben sie uns gleich. Wo kommen sie? Von drüben kommen sie. Jo. Ja, von links wieder, bitte. Es gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Tag 10, was ist das? Was ist das für ein Scheiß, wirklich? Jo, sorry, Leute. Geht gar nicht. Läuft überhaupt nicht. Irgendwie das Teamplay passt gerade nicht so zusammen. Irgendwie deckt niemand jemanden den Rücken. Ja, wenn man auch so alleine in einem Team schwimmen, mit dem nicht kommunizieren kann, ist das auch mal viel schwieriger, das Ganze. Das Ganze läuft natürlich einfacher mit einem zweiten. Ja, ich bin der letzte Kill auch noch. Nein, zum Glück nicht. Ja, was soll's, Leute? Läuft, die zweite Map ist jetzt nicht so gelaufen wie die erste Map. Ich sage trotzdem danke fürs Einschalten. Werd mit der Map jetzt auch das Video beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn, dann lasst mir ein Like vielleicht da. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke nochmal fürs Einschalten. Servus.